bist ein sportlich ambitionierter Skifahrer oder magst gerne mal einen Fahrspaß erleben, dann ist der Faekl Deacon 72 genau der richtige Ski für dich. Wir testen jetzt in dem Video die Fahreigenschaften. Viel Spaß bei den Aufnahmen. Herzlich willkommen am Pitztaler Gletscher. Ich bin Katharina, ich bin Mitglied des DSV Profi-Test-Teams. Wir dürfen heute gemeinsam den Faekl Deacon 72 testen. Jetzt geht's aber erstmal rauf mit der Gondel. Ihr habt jetzt schon die ersten Aufnahmen gesehen. Wir haben Top-Bedingungen. Also weder spielt mit leere Pisten. Heute in der Früh habe ich schon mit dem Flo die Faekl testen dürfen. Also es macht richtig Spaß. Wir kommen jetzt erstmal zu den Fakten und reden dann später über mein Fazit und das Testergebnis. Der Ski hat eine Mittelbreite von 72 mm. Besonders bei dem Deacon 72 ist, dass in einem innovativen Fertigungsprozess die Carbonfasern aufs Trägermaterial gestickt werden. Das heißt, der Schaufeleinzug ist viel agiler, wir brauchen weniger Kraft und der Ski baut sehr schnell Energie auf. Ich fahre den Ski in einer Länge von 1,73 und einem Radius von 15,4 m. Die Skilänge sollte ungefähr zwischen Kinn- und Augenhöhe sein. Aber wenn ihr genau wissen möchtet, welcher Skilink für euch passt, fragt einfach euren Sport 2000 Händler. Genug zu den Fakten, wir gehen jetzt auf in den finalen Skitest. Jetzt war es das Fazit zum Ziehen. Der Faekl Deacon 72 ist ein sehr harmonischer und fehlerfreizeilender Ski, der variabel einsetzbar ist und über eine gewisse Prise Sportlichkeit verfügt. Jetzt komme ich zu meinen Bewertungen. Ich bin super leicht mit dem Ski in die Kurven reingekommen, das heißt, er kriegt bei der Drehfreudigkeit eine 4 von 5. Auch im Steingelände, wo ich ein bisschen mehr Kantengriff braucht habe, hat der Ski hergehalten. Deswegen kriegt er auch da eine 4 von 5. Kommen wir zur Steuerqualität. Das habe ich vorher schon gesagt, der Ski lässt sich sehr präzise steuern, deswegen kriegt er hier eine 4 von 5. Sehr positiv ist auch bei dem Ski die Laufruhe. Liegt der Ski flach auf, flattert er kaum. Deswegen kriegt er auch hier eine 4 von 5. Abschließend kann ich nur sagen, dass der Fahrcharakter des Skis angenehm fehlerverzeihend ist. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Ich habe ja heute mit dem Flo schon ein paar Runden dran dürfen, der wo auch einen Faekl testet. Wenn euch das interessiert, was er für Testergebnisse hat, schaut einfach rein beim Link. Ich sage Servus aus dem Pitztal. Bis dahin.